Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zum Neumondorakel vom 1. bis zum 14.11.2024. Und ich nehme hier von Christefania die Kipperkarten. Ihr Lieben, ich mische, bis eine Karte rausfällt und ich schaue von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Wenn das bei euch anders ist, dann bitte ich euch, das zu ändern. Fällt sie raus oder fällt sie nicht raus? Also, ich wollte gerade darauf eingehen, dass ich unbedingt immer warten muss, dass eine Karte rausfällt. Ja, jetzt ist sie rausgefallen. Also, wir schauen mal rein. Was ist denn hier das Thema? Die trüben Gedanken. Aber diese trüben Gedanken kommen in Bewegung. Wenn die Karte so liegt, ist es die normale aufrechte Lage. Und wenn bei mir die Karten sich bewegen, dann bewegt sich die Energie. Mit den trüben Gedanken ist es hier auch wirklich, was mir reinkommt. Ich soll es genauso sagen, das verrückt machen. Mach dich nicht so verrückt. Du kannst die Dinge doch, wenn es jetzt eine Situation ist, die passiert ist, nicht mehr ändern. Manche Dinge nimm einfach so an, wie sie sind, wenn du sie nicht verändern kannst und verändern willst. Jetzt schauen wir mal rein in das Orakel. Wir haben mit dem angenehmen Brief und die Dame, die weibliche Hauptperson. Wir haben die kurze Krankheit, das Geschenk, das Warten. Das ist auch die Erwartung, ihr Lieben. Und wir haben den reichen guten Herrn und den guten Ausgang in der Liebe. Was mir deutlich auffällt, ist die Zeit. Ich habe das Gefühl, die Zeit ist in jeder Karte. Sie ist hier. Sie ist hier als Uhr, als Darstellung der Zeit auch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie hier in dieser Karte ist oder hier in jeder einzelnen Münze. Dann habe ich das Gefühl, dass die Zeit in der Blume ist und dass sie hier fehlt, in der Krankheit. Und das ist vielleicht auch genau das, was die Engel mir jetzt damit sagen wollen, weil ich lasse mich ja führen. Es ist ja nicht mein Ego, was hier spricht. Die sagen ganz klar, dass hier so viel Zeit ins Land geht, dass hier so viel Zeit, und sie sagen explizit nicht vergeudet, sondern es braucht seine Zeit. Es braucht so viel Zeit. Das macht dich krank. Und schaut mal hier, die Krankheit wird übermalt. Die Krankheit geht dem Ende zu, weil je mehr Farbe auf dieses Bild kommt, desto mehr ist die Krankheit nicht mehr zu sehen. Wir schauen mal weiter. Ich habe das Wohnzimmer. Da haben wir den Herrn. Und schaut mal, ihr seid zueinander gerichtet. Also das ist wirklich jetzt unfassbar, weil die Karten liegen ja fast nebeneinander. Ich will aber mal weitermachen. Wir haben die traurige Nachricht, die Militärperson. Und ich soll das dabei belassen. Nicht mehr Karten. Heute ist es ein kleiner Neumond, ihr Lieben. Aber wie ich sagte, ich lasse mich führen und deswegen soll er auch genauso sein. Bin ja froh, dass ich die Form wieder hingekriegt habe. Diese trüben Gedanken sind auch die traurige Nachricht. Diese trüben Gedanken sind genau das, dass hier diese Krankheit vorherrscht. Und zwar zwischen euch. Wir haben hier die Reise. Was ich ganz deutlich spüre, ist dieser Spalt zwischen euch. Dieser Brief, der hier unten drunter noch knapp zu sehen ist, der wird jetzt hier zu dir geschickt. Du bist in deinem festen Rahmen, du hast deinen festen deinen festen Alltag, du hast deinen festen Rahmen, Freunde, Familie, alles ist in guter Struktur, in fester Struktur, soll ich sagen. Und da kommt jetzt diese Nachricht rein, die dich aus deinem Rahmen bringt. Diese Frau ist zwar in dem Bild, aber die Hand kommt aus dem Rahmen und greift nach der Blume. Und genau das passiert jetzt hier. Du kommst aus deinem Rahmen. Du merkst auch, ich habe so das Gefühl oder den Satz im Ohr,
Die letzte Zeit verändert sich mein Alltag. Vielleicht machst du nur eine Nuance anders, dass du erst den Kaffee trinkst und dann ins Bad gehst oder andersrum. Oder dass du erst, wenn du jeden Tag mit nach deiner Mutter schaust, dass du erst zu deiner Mutter gehst und dann zum Einkaufen und nicht andersrum. Also es ist etwas, was sich hier in deinem Alltag, in deinem festen Rahmen verändert. Es ist nichts Großartiges. Ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass jetzt hier diese Nachricht kommt und dann auf einmal hast du 100.000, ja, das kann natürlich auch sein, ne? 100.000 Euro auf dem Konto und ab morgen gehst du nicht mehr arbeiten und bist nur noch auf den Inseln unterwegs und machst Urlaub. Möglich ist alles. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Aber tatsächlich spüre ich hier Kleinigkeiten, die sich verändern. Dass zum Beispiel das Wochenende, mit dem du jeden Tag oder jedes Wochenende hast du mit deiner Tochter verbracht und jetzt hat eine Tochter aber andere Interessen. Oder du gehst zu einem Sport, ein Sportstudio und die verändern die Öffnungszeiten. Es ist hier etwas, was in deinem Alltag sich verändert und du hast das Gefühl, das ist der Anfang von einer großen Veränderung oder von wie so ein Dominostein. Also zuerst ist es nur das Sportstudio, was die Zeiten verändert und dann ist es aber, weil du ja deine Zeiten auch verändern musst, musst du deiner Tochter absagen, weil eben es ist ein Prozess. Und in diesem Prozess steckt ihr beide mit Abstand. Und das ist eben das, was ich hier so brillant finde. Bei dir ist die Uhr, bei ihm ist der Kompass. Bei beiden, bei dir und bei ihm, ihr rückt immer näher zusammen. Und ich habe so das Gefühl, dass es hier wirklich darum geht, dass sich dieses Verhältnis zueinander verändert. Dass dadurch der Alltag sich verändert. Und die Militärperson, die spricht auch davon, diese feste Struktur zu haben, diese, wie soll ich das sagen, nach Plan den Alltag zu machen. Da wird um 14 Uhr gekocht oder um 12 Uhr gekocht und dann wird um 14 Uhr gegessen und dann wird abends nochmal Abendbrot gemacht, aber um 6 Uhr, nicht um Viertel nach 6. Ich gehe um, weiß ich nicht, 10 vor 7 aus der Tür, damit ich um 7 Uhr anfangen kann zu arbeiten. Uhr, 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 Uhr. Zeit, Zeit, Zeit. Hier ändert sich die Zeit. Und das macht dich zuerst vollkommen unsicher, weil du doch in deinem festen Rahmen warst und du brauchst diesen festen Rahmen. Was noch ist, ist, wenn sich das Verhältnis zueinander ändert, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Diese trüben Gedanken sind die Gedanken, dass ich habe ja auch immer das Außen, was kann das Außen sagen, aber das ist es nicht nur. Ich habe vor allen Dingen hier Familie. Familie, kommt mein Kind mit dem neuen Partner klar? Und das ist eine ganz wesentliche Sache, weil sich der Alltag deines Kindes ja auch verändert. Insgesamt sagen die Engel, wenn es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dann geh deinen Gefühlen nach. Also, dass dein Partner, dein neuer Partner sich mit dem Kind gut verträgt. Es kommt natürlich auch jetzt wieder, immer wieder auf das Alter der Kinder. Sind sie jung? Sind sie noch im Haushalt? Oder sind sie sowieso schon ausgewachsen und haben ihren eigenen Hausstand, eventuell eigene Familie? Dann ist es doch auch fast egal. Dann wird ihr Alltag ja nicht mehr betroffen sein. Dann ist es dein Alltag und es ist sein Alltag. Was ich aber auch fühle, ist eine dritte Person hier. Eine dritte Person, und das sind vielleicht auch die trüben Nachrichten. Und das könnte zum Beispiel jetzt das Kind sein, dass die dritte Person tief getroffen ist, weil hier zwischen euch das vielleicht wieder verändert, dass ihr aber vielleicht auch auseinandergeht. Das habe ich auch bei einigen. Dass eine Beziehung tatsächlich keinen Bestand mehr hat und auseinandergeht und dann die Kinder betroffen sind. Und das macht hier, das ist die traurige Nachricht für die Kinder. Und dann wird es hier mit der Militärperson, das Herz ist getroffen.
von dieser Militärperson. Also, das ist aber nur so ein Nebenschauplatz. Das war vielleicht jetzt nur für zwei Leute oder für eine Person, die mein Orakel schauen. Und dann will ich das natürlich auch betrachten. Also insgesamt habe ich hier wirklich eine Neuordnung der Zeit. Und wenn ich die Zeit sage, Zeit in der Spiritualität ist relativ. Das ist so ein ganz blöder Spruch. Also ich konnte lange nichts damit anfangen. Dann habe ich mich damit beschäftigt, die Zeitlinie in der Spiritualität, ich will fast sagen, existiert nicht. Es gibt keinen Mittwoch mit 14 Uhr. Es gibt auch keinen, weiß ich nicht, 10. Dezember 2026. Den gibt's nicht. Das heißt also, es läuft alles parallel. Und das ist sehr verwirrend. Dazu kommt der Unterschied zwischen 3D und 5D. 3D ist das Weltliche, wenn wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, wenn wir arbeiten gehen, wenn wir einkaufen gehen, wenn uns dann jemand ins Gesicht niest und du dich wegdrehst und sagst, um Gottes Willen, ich möchte die Viren nicht haben. Das ist voll 3D. Wir leben aber in 3D, ihr Lieben. Kein Mensch, wirklich kein Mensch, ich kann es mir nicht vorstellen, lebt nur in 5D. Ich möchte euch das ganz kurz erklären, der Unterschied. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Es sind nicht meine Worte, aber ich gebe es gerne so wieder, weil ich es so verstanden habe. Und ich muss ja auch so zum Teil von mir ausgehen. Also, 3D ist die Welt, in der wir leben, in der wir die Dinge anfassen können, in der wir durch den Alltag gehen. Der Alltag spielt hier heute eine große Rolle. Wenn in 3D ein Problem auftaucht, dann siehst du das Problem und du versuchst, Lösungen zu finden. Du gehst das Problem an, und zwar strukturell, systematisch, analytisch. In 4D ist es so, dass dieses Problem auftaucht und du bittest die Engel, dass sie sich um dieses Problem kümmern und du kannst es abgeben. In 5D, ja, in 5D taucht dieses Es ist kein Problem mehr. Dieses Geschenk taucht auf. Diese Herausforderung taucht auf. Und dann gibst du das in die Hände der Engel und bedankst dich, dass du das erleben darfst und bittest die Engel, dass sie das lösen. Und dann gibst du es ab und du kümmerst dich nicht mehr. Und es ist mittlerweile ja auch wirklich weit bekannt, auch in Liedern wird es sogar gesungen, habe ich kürzlich gehört. Wenn du nicht mehr mit Kraft und Druck und ganzer Konzentration ein Thema angibst, sondern du gibst es ab, dann kommt es von ganz alleine. Die Lösung kommt von ganz alleine und das ist 5D. Und dann erkennst du auch ganz klar, dass das Problem kein Problem mehr ist, sondern es ist eine Herausforderung des Lebens und die gemeistert werden kann. Natürlich. Und wenn sie dann noch in die Hände der Engel gelegt werden können, und ihr könnt es euch so vorstellen, stellt euch die Hände vor von unseren Engeln. Und darüber macht ihr einen Schriftzug. Dann benennt ihr dieses Problem mit Namen oder vielleicht mit einem ganzen Satz. Und dann seht ihr, wie das Problem in die Hände der Engel fließt. Dieser Schriftzug fließt in die Hände der Engel. Und die Hände fließen sich dann. Die Engel, das ist das Zeichen, dass sie sich darum kümmern, dass du es loslassen kannst. Und dann musst du es aber auch loslassen, weil die Engel alles in Bewegung setzen. Und wenn du jetzt da reinkrätschst, dann machst du immer ihre Arbeit kaputt. Das heißt, gib es in die Hände der Engel und lass es wirklich komplett los. Das Zweite, womit du es loslassen kannst, oder das, ich habe zwei Rituale aufgenommen, die findet ihr auf meiner Webseite flowinglife.de. Da müsst ihr, findet die passende Leistung für dich und dann geht ihr auf Rituale. Da gibt es einmal den Sargritual und das Parkplatzritual. Vielleicht ist da was für dich dabei. Lass es los. Das, was du nicht verändern kannst, akzeptiere es und lass es eben, damit lässt du es los. Und das, was du nicht möchtest und verändern kannst, tu es. Komm in Bewegung. Und hier, die beiden, die haben sich irgendwann mal getrennt. Aus irgendwelchen Gründen. Und es war so wichtig, diese Trennung, für beide Seiten.
Wirklich, es war, sie hat ihren Weg gemacht, der beschwerlich war. Sie hat neue Leute kennengelernt, neue Arbeit, neuer Job, vielleicht eine neue Stadt. Er ist vielleicht in seinem Rahmen geblieben, hat aber trotzdem wieder geheiratet, Kinder bekommen oder ich weiß es ja auch nicht. In jedem Fall haben die beiden ihre Erfahrungen allein gemacht. Und jetzt rücken sie wieder näher zusammen. Vielleicht waren sie auch nie ein Paar. In meinen Legungen, ihr Lieben, geht es nie vordergründig um die romantische Liebe. Vielleicht waren es nur Arbeitskollegen. Nur Arbeitskollegen oder nur Freunde. Und vielleicht wird aus dieser Freundschaft jetzt Freundschaft plus, weil sie dann doch merken, dass sie etwas an dem anderen noch anzieht. Ich fühle hier ganz deutlich, dass der Alltag, der Rahmen sich verändert durch eine Nachricht, die hier schon nicht mehr zu sehen ist. Die ist schon hier im Kopf dieser Person, im Kopf von dir. Das ist diese Person. Und sie macht dich erstmal krank. Sie beschert dir sozusagen trübe Gedanken. Aber, und jetzt kommen wir auf 5D, Leute, das ist das Geschenk. Diese trüben Gedanken sind gut, damit du das nochmal reflektierst. Und du machst aus den trüben Gedanken, schaut mal hier, diese traurige Nachricht. Die verwandelt sich, diese bitteren Tränen verwandeln sich in die Perlen. Und Perlen sind bekannterweise etwas Wertvolles. Ja, ihr Lieben, was kann ich noch sagen zu diesem Orakel? Was ich noch gar nicht angesprochen habe, ist den guten Ausgang in der Liebe. Das ist die Karte, die am Ende liegt. Sie ist praktisch die Spitze dieser beiden Reihen. Und es ist auch am Ende so. Und trotzdem muss ich auch hier wieder sagen, es geht nicht nur um die romantische Liebe. Ich habe immer und immer wieder auch die Familie, ihr Lieben. Wenn sich Mutter und Tochter oder Eltern und Kind zerstritten haben, dann ist das hier, der gute Ausgang in der Liebe, so wertvoll. Und so schön. Und dann ist es auch hier, ist das eine das Elternteil und das andere ist das Kind. Es muss nicht immer um romantische Liebe gehen bei mir, ihr Lieben. In jedem Fall ist es hier, wie ich schon ganz oft jetzt gesagt habe, der Alltag fällt aus dem Rahmen. Der Alltag verändert sich. Und das ist etwas, wo du spürst, dass die Zeit gekommen ist, dass sich jetzt etwas ganz Großes ereignet. Und auch hier, ihr Lieben, habe ich die Uhr wieder. Es ist die Reise und diese Uhr wird beschützt, von oben beschützt. Die Zeit wird beschützt. Und das finde ich gerade so wundervoll. Das geht so tief, weil diese traurige Nachricht, diese trüben Gedanken, diese Krankheit übermalt wird, in Bewegung ist oder umgewandelt wird in etwas sehr Wertvolles. Und ich habe hier ganz deutlich, dass die Zeit eine gute Zeit wird. Sie wird anders, sie hat die Zeitqualität verändert sich, das ist vollkommen klar. Vor allen Dingen gibt es hier eine Neuausrichtung der Zeit. Weil es ist hier wirklich, du wirst, weißt du, wenn ich umgezogen bin, dann war es die Zeit vor Berlin und die Zeit in Berlin oder nach Berlin. Und hier ist es die Zeit nach dem November oder vor dem November 2024. Du wirst in ein neues Zeitalter gehen. Und es ist deine Reise, es ist eure Reise und es ist die Reise, die geschützt ist, die aber hier auch auf zwei Rädern aufgestützt. Hier ist ein Stützrad und du wirst gestützt von der geistigen Welt. Ich wünsche euch eine wirklich gute Reise in diesem November und dieser Neumond, wie das Wort es sagt, es wird ein neues Zeitalter, in dem das. Das ist jetzt wieder, du gehst in ein neues Zeitalter, genauso. Und soll ich euch was sagen? Zum Abschluss fliegt gerade mein weißer Taube hier vorbei und schickt euch noch mal ein bisschen Frieden in eure Herzen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.